Insgesamt 165 Tätowierer aus 20 verschiedenen Ländern sind hier in Oberhausen auf der Tattoo Bash in der Turbinenhalle. Und wir sind für euch mit dabei und schauen uns mal an, was hier so alles passiert. Seit wann gibt es die Tattoo Bash? Seit 2014 sind wir hier. Ja, und mittlerweile haben wir sehr viele internationale Größen auch bei uns vertreten, sowohl hier wie auch in Köln. Und wie viele Besucher erwarten Sie jetzt hier am Wochenende in Oberhausen? Knappe 8000 an beiden Tagen. Ich stehe hier gerade mit Judith van Heel, denn sie hat gerade was total Nettes gesagt. Ich habe gesagt, wenn OTV kommt, dann stehe ich doch immer parat. Du wirst ja heute hier performen. Was wirst du vorstellen? Ich singe tatsächlich ganz neue Songs. Unter anderem zwei Songs, die noch nie live performt wurden. Hallöchen. Ich mache jetzt deutsche Musik schon länger. Mit der bin ich unterwegs. Die Songs habe ich geschrieben in den letzten 2 Jahren. Und damit werde ich heute auf der Bühne stehen. Dann hätte ich noch eine letzte Frage zur Tattoo Bash selber. Konntest du dich schon ein bisschen umschauen und wie gefällt es dir? Ja, konnte ich tatsächlich. Ich spiele einige von diesen Conventions. Das heißt, es ist wie so eine kleine Familie auch so ein bisschen. Man kennt so jeden dritten Tätowierer oder so, kennt man schon. Deshalb gehe ich immer eine Runde Hallo sagen und ist super. Ist wieder ein Treffen von Spitzentätowierern, die da sind, geile Arbeiten. Es ist immer so spannend, Sonntagabend zu sehen, was ist wirklich alles gestochen worden. Das ist mega. Und ich bin gespannt. Hi Stefan, was hast du denn für Tattoos? Ach Gott, ich habe alles, ne? Also von Best of Crazy bis Porträts, Black and Grey Arbeiten, Farbe, Scheiß-Tattoos, eigentlich alles, ne? Haben die alle eine Bedeutung? Zu 99% haben sie eigentlich eine Bedeutung, ja. Wenn du jetzt selbst tätowierst, müssen dir alle Motive gefallen, die du stichst, oder stichst du auch Dinge, die der Kunde nur möchte? Ich lehne viele Sachen einfach auch ab, weil ich einfach sage, Leute, das ist Schwachsinn, ihr bereut die Sachen einfach irgendwann mal. Also ich mache nicht alles, sagen wir mal so. Ich stehe jetzt hier gerade mit Tara LaLuna. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Burlesque-Tänzerinnen und auch international schon bekannt. Und ich kann sagen, selbst ich als Frau fand es gerade ziemlich heiß auf der Bühne. Und mich würde jetzt einmal interessieren, wie bist du zum Burlesque gekommen? Ich habe als Model angefangen. Ich war als Pin-Up-Model sehr erfolgreich und wurde dann vor fast 10 Jahren, das ist jetzt schon her, gefragt, ob ich nicht auch mir vorstellen könnte, als Burlesque-Performerin zu arbeiten. Es ist so eine schöne Kunstform und es ist nichts Anstößiges. Es ist was sehr Ästhetisches, was Schönes. Burlesque trägt ja auch immer eine kleine Geschichte. Es ist das Schöne auch daran, ist, dass die Performerinnen oder die Performer, es gibt ja auch den Boylesque, nicht perfekt sein müssen. Und das ist halt das Schöne, man kann sich mit den Künstlern identifizieren. Das war ein echt spannender Tag hier auf der Tattoo Bash in Oberhausen. Ich bin total fasziniert und begeistert davon, was für Kunstwerke Menschen hier stechen und auch auf der Haut tragen. Und natürlich freue ich mich schon aufs nächste Jahr.